Es heißt ja oft, hinter jedem erfolgreichen Mann steht eine starke Frau. Hinter Chorleiter Konstantin Gold stehen viel mehr. Heute sind es 50. Wenn alle Fädelperlen zusammenkommen, sind es sogar 125. Die Idee für die wohl größte Girlband der Welt kam Konstantin Gold vor mehr als einem Jahr. Ich habe einen sehr, sehr großen Männerchor hier in Köln, den ich leite. Und da wurde ich immer wieder angesprochen und gefragt, warum gibt es denn sowas nicht auch für Frauen? Und irgendwann war dann der Moment, wo ich gesagt habe, so, jetzt ziehe ich das durch und jetzt gründe ich einen Frauenchor. Und zwar den größten der Welt. Der Männerchor heißt Grüngürtelrosen und mit denen ist Konstantin Gold schon seit 5 Jahren unterwegs. Bei WhatsApp hat sich Konstantin Gold seinen Frauenchor zusammengesucht. 170 seiner Kontakte kamen für ihn in Frage. Die Damen hat er alle in eine Gruppe eingeladen. Nach ersten Proben waren es dann am Ende 125 Mitglieder. Der Name Fädelperlen kommt natürlich aus dem Kölschen. Fädel steht für Viertel, denn aus jedem Viertel der Domstadt kommen die Perlen im Chor zusammen. Schwierigkeiten, eine so große Frauengruppe zu handeln, hat der 36-Jährige nicht. Also fast nicht. Als Mann einen Frauenchor zu gründen und zu leiten, ist erstmal vielleicht ein bisschen seltsam. Aber ich habe das ganz am Anfang irgendwie auf den Tisch gelegt. Ich hab das offen kommuniziert und habe den totalen Support von allen bekommen. Und habe gemerkt, dass ich mir da viel mehr einen Kopf mache als die alle. Also ich bin akzeptiert, ich bin eine Perle, ich bin eine von denen. Vor jedem Auftritt gibt es kurz vorher noch eine Besprechung. Die Perlen gehen den Ablauf durch. Ein Mantra gibt es auch. Vor einem Jahr hatten die Fädelperlen ihre ersten Auftritte. Sie singen Medleys aus Pop-Hits und kölschen Liedern, auch gerne mal neu interpretiert. So wird der Song Kölsche Jung das Kölsche Mädche. Die Fädelperlen sind ein gemeinnütziger Verein. Sie finanzieren sich über Mitgliedsbeiträge und Spenden. Für die singenden Perlen ist es ihr Beitrag für die Gemeinschaft. Es geht in erster Linie darum, eine Energie zu übertragen. Also ja, bei Musikmachen ist es ja eine Art Kommunikation, die man mit dem Publikum eingeht. Und darum geht's. Eine gute Stimmung zu verbreiten, eine gute Energie zu verbreiten und nicht so sehr darum, jetzt irgendwie der neue Spitzenchor unter dem Himmel zu sein. Und wir messen uns auch nicht mit klassischen Chören oder so. Wir sind eine Showband in dem Sinne, dass wir halt eine gute Stimmung verbreiten wollen. Ja. Für alle Frauen ist der Chor ein Hobby. Etwas Talent muss jedes Mitglied mitbringen. Man sollte schon ein bisschen musikalisch begabt sein, auf jeden Fall. Ich selber habe zum Beispiel auch gemerkt, dass sich innerhalb des Jahres meine Stimme schon verändert und positiv verbessert hat, auf jeden Fall. Ich glaube, man muss auf jeden Fall eine gewisse Stimmengewalt mitbringen und natürlich die Energie auch, dass wir die nach außen tragen können. Und die Faszination Chor ist groß. Viele haben Spaß am Singen und es gibt viele, die bei den Fädelperlen mitmachen wollen. Ganz am Anfang waren wir sehr leistungsheterogen und offen, haben dann aber immer mehr Zuwachs bekommen und schließlich auch irgendwann die ganze Sache deckeln müssen und haben schon gesagt, wenn wir nochmal ein Vorsingen machen, was wir auf jeden Fall machen werden, stay tuned, dann wird es auf jeden Fall auch ein kleines Casting geben, um zu schauen, wer hat richtig Bock, sich hier zu engagieren, weil wir für eine gute Sache einstehen wollen und da brauchen wir einfach auch Leute, die richtig committed sind. Die Chorgröße ist für viele Veranstaltungen eine Herausforderung. Viele Bühnen sind nicht für so viele Menschen ausgelegt. Mittlerweile hat der Chor sogar einen Fanclub namens Perlentaucher mit immerhin 15 Mitgliedern. Stefan Kunze ist einer von ihnen. Er ist bei jedem Auftritt dabei. Das Singen überlässt er aber lieber den Mädels. Wo singen Sie denn privat? Unter der Dusche. Maximal unter der Dusche. Ansonsten vielleicht, ja, habe ich eben ein bisschen mitgesungen, aber Gott sei Dank war der Fokus nicht auf mich. In den nächsten Wochen und Monaten geht es etwas ruhiger zu, bis es dann ab dem 11.11., dem Start der Karnevalssession, wieder ordentlich Stress gibt für die wohl größte Girlband der Welt.